Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Easy Style mit dem nächsten Community Push Video. Und ja, wie wäre jetzt gedacht, ich habe einen neuen Gast hier. Stell dich doch einfach mal bitte vor. Ja, ich bin Sonics, bin 16 Jahre alt, mach YouTube seit über einem Jahr und ja, ich bin hier heute auch am Start. Yeah, und freust dich dabei zu sein. Ja, klar. Das ist gut. Wie geht's dir denn so? Ganz gut, weil heute Sonntag ist. Und die Kekse haben auch geschmeckt vorhin. Ja, eindeutig. Ich hab's gehört. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir gleich im Interview an, oder? Ja, wieso nicht? Ne? Aber erst noch ein paar Worte zu deinem Gameplay im Hintergrund. Ja, genau, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange es laufen wird, eine Nuklear und kommt drauf an, wie lange es halt noch laufen wird, dann halt eine 48er Gunstreak. Also jetzt nichts Besonderes, aber auf die Länge halt kann man auch nichts Besseres, glaube ich, machen. Ja, und das in Black Ops 2. Genau. Ja, dann lasst euch das Gameplay schmecken und wir fangen mit dem Interview an, würde ich mal sagen. Richtig. Jo, also, zur ersten Frage, Name deines Kanals und wie kamst du auf deinen Namen? Also, mein Name ist wie gesagt Sonics. Früher hieß ich noch Flubberwurm, so richtig beknackt. Und als ich dann auf der Xbox in meinen Clan gejoint bin sozusagen, hieß es dann, also musste ich mich dann umbenennen und dann wusste ich halt nicht, wie ich mich nennen soll. Dann habe ich so bei YouTube immer nachgeschaut, so nach coolen Namen so. Habe mich dann auf der Xbox halt so mit Clan-Namen und Sonics genannt. Und dann haben viele halt gesagt, ja, Flubberwurm ist ja voll der scheiß Name und so, verständlich. Und dann habe ich meinen YouTube-Channel sozusagen einfach Sonics genannt. Und ich heiße bis jetzt auch immer noch Sonics auf der Xbox sozusagen, also mit klaren Namen davor. Und ja, so bin ich eigentlich auf meinen Namen gekommen. Jo, das bringt es auch, wenn man seinen Namen auch für längere Zeit behält und nicht jedes Mal wechselt. Ja, ja, sonst klar. Bringt der Name ja nichts. Weil jedes Mal ein neuer Name, scheiße, bin ich. Ja, ist richtig. Jo, dann gleich zur zweiten Frage rüber. Was machst du genau auf deinem Kanal? Also, ich mache hauptsächlich, wie gesagt, Black Ops 2 Commentaries und meistens entweder live oder ich habe dann halt noch Folgen und ja, das kommt aber in der nächsten Frage noch. Und ja, das ist eigentlich so hauptsächlich, was ich mache und ich bin halt gerade noch dabei, ein paar Montagen zu machen, aber das lerne ich halt gerade erst, also das kann ich nicht. Okay, dann werden wir mal schauen, was dann rauskommt, wenn ihr das besser beherrscht, wa? Ja, ich bin, wie gesagt, noch am Lernen. Fleißig am Lernen, so ja, muss das laufen. Ja, ich meine, man kann das ja nicht von Anfang an so, man eben. Muss sich da irgendwie reinarbeiten und ja. Ist ja alles, muss man erst irgendwie lernen, man kann es nicht alles sofort. Richtig. Eben. Dann gleich zur dritten Frage rüber, wie aktiv bist du auf deinem Kanal, aktuelle Projekte? Also, ich bin eigentlich recht aktiv auf meinem Channel. Es gibt so gut wie jeden zweiten Tag oder wenn auch jeden Tag ein Video. Meine aktuellen Projekte sind meist, sind jetzt momentan, kennt ihr das? Also, es ist eine Folge, wo ich darüber erzähle aus meinem Leben sozusagen oder halt aus dem Alltag, was man so erlebt und was irgendwie jeder kennt. Und dann mache ich sonst keine Folgen, also nur bisher das. Ich wollte jetzt halt eine neue starten, aber ja, das ist ja dann vierte Frage eigentlich schon. Jo, sonst noch irgendwas an aktuellen Projekten? Nee, eigentlich mache ich sonst halt nur entweder Live-Commentaries oder halt Gameplay-Commentaries im Hintergrund. Okay, also, nur in Black Ops 2 oder auch andere CODs? Eigentlich nur Black Ops 2, aber ich könnte auch immer MW3 oder so nehmen, aber da habe ich irgendwie nie Lust drauf, so weil ich da nie was reiße irgendwie, keine Ahnung. MW3 okay. Ist irgendwie nicht so mein Spiel. Okay, ja, wem es halt liegt, würde ich mal sagen. Ja, genau. Jo, dann gleich zur vorletzten Frage. Was hast du in Zukunft auf deinem Kanal geplant? Ja, das habe ich ja eben schon erwähnt. Ich habe vor, ihr kennt ja bestimmt alle den Party-Modus sozusagen in Black Ops 2, der heißt Scharfschütze, wo man immer nach 45 Minuten die Waffe wechselt und eine andere, irgendeine random Waffe bekommt. Und da habe ich halt geplant, daraus so live immer so aufzunehmen und dann immer sozusagen nuklear zu reißen. Und das ist halt so die nächste Folge sozusagen, die ich starten möchte, aber zuerst möchte ich halt erstmal meine Kennt ihr das Folgen beenden und ja, dann wird das eigentlich demnächst kommen. Okay, und wie sieht's mit dem neuen COD aus? Das werde ich mir höchstwahrscheinlich, also genauso wie bei Ghost war es so, ich habe es mir erst ziemlich später gekauft, alle meinen so, ah, du brauchst, das ist voll cool und so,
Da habe ich es mir geholt, 2 Tage gespielt, jetzt bin ich Level 20 und spiele es nicht mehr, gar nicht mehr. Ja. Und das Neue halt, wie gesagt, der Trailer ist halt immer, da kann man sich eigentlich nicht drauf versichern, irgendwie, dass es gut sein wird. Ich meine, jeder Trailer ist so, dass es gut ist sozusagen. Also es soll ja auch so aussehen, dass es gut ist. Und ich bin halt trotzdem gespannt, wie es wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir kaufe. Ja, aber gekauft wird es meistens immer als COD-Spieler. Ja, klar. In der Hoffnung, dass es noch besser wird. Ja, Hoffnung stirbt zuletzt, wie gesagt. Ja, oh, das auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir mal, was das dann ergibt. Advanced Warfare. So, dann gleich zur fünften und letzten Frage. Gamescom 2014. Bist du dabei? Nein, weil ich wohne in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg. Und die Gamescom, soweit ich weiß, ist doch in Köln, oder? Genau. Ja, das ist dann immer halt ein bisschen weit weg und irgendwie wüsste ich auch nicht, ob ich da jetzt auch wirklich hin muss, weil wenn die Spiele rauskommen, dann werde ich sie mir holen, aber ich brauche sie mir nicht vorher auch angucken oder so, weil ich sie dann eh später spielen. Also ich meine, ob ich die dann irgendwie 2, 3, 4 Monate vorher spiele oder halt wenn sie rauskommen, das juckt mich eigentlich nicht und daher werde ich nicht zur Gamescom fahren. Fährst du zur Gamescom? Ich gehe auf die Gamescom, auf jeden Fall. War auch letztes Jahr schon. Wohnst du in der Nähe oder was? Nein. Hab auch ein paar hundert Kilometer vor mir, also 400 um den Dreh sind's. Okay. Wohne im ganz Süden Deutschland. Also ja. Von daher habe ich auch ein paar Kilometer vor mir, aber ich war letztes Jahr auch schon. Und es war einfach so ein geiles Erlebnis, dort zu sein. Ja? Deswegen, ja. So, vor allem Next Gen war ja letztes Jahr noch. Das war auch noch cool. Ah, mit stimmt. Xbox One und PlayStation 4. Ja. Und es war einfach so. Einfach die Hallen und so, wie alles aufgebaut war und das Gefühl, nur unter Zocker zu sein und wirklich da die neuen Spiele zu testen, das war einfach genial. Ja, ich dachte, dieses Jahr wieder. Muss ich auch irgendwann mal ausprobieren, aber 2014 auf jeden Fall noch nicht, ich meine. Ja, macht ja nichts. Also vielleicht später irgendwann werde ich da mal hinfahren, ja klar. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Interview. Hast du noch irgendeine Frage an mich? So eine spontane? Nee. Okay, macht ja nix, auch kein Problem. Mir fällt auf die Schnelle keiner ein. Hast du eine gefragt mit Gamescom 2014, ob ich dabei bin? Und am Anfang habe ich dich ja auch gefragt, wie du auf mich gekommen bist, aber das hast du mir schon beantwortet. Das habe ich dir schon beantwortet, genau. Richtig. Jo, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Interview für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dabei zu sein. Klar. Jo. Ja, klar. Jo, das ist super prächtig. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für meine Zuschauer? Ja, nee. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's. Geht bei ihm vorbei, der Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Als erstes Link ist er drin. Als erstes Link. Das ist gut gedeutscht, oder? Läuft bei dir. Läuft bei mir, genau. Geht vorbei, das erstgelinktete Link ist oben drin. Und ja, geht vorbei, unterstützt ihn, gibt ihm ein Abo. Schaut seine Gameplays an und seine neuen Projekte, die bald kommen werden. Und würde mal sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.